Deutschlandfunk, Sternzeit. 20. Mai. Europas jetzt hochgenaue Galileo-Navigation. Europas Satellitennavigationssystem Galileo hat Ende Januar den Hochgenauigkeitsservice in Betrieb genommen. Es liefert nun Positionen bis auf knapp 30 Zentimeter genau. Allerdings sind dafür noch spezielle Empfangsgeräte erforderlich. Normale Smartphones reichen nicht aus. Mit der neuen Datenqualität lassen sich Verkehrsströme fahrspurgenau lenken, Drohnen sind besser zu steuern und in der Landwirtschaft kommen Maschinen und Dünger viel präziser zum Einsatz als bisher. Navigationssatelliten sind fliegende Uhren, die ununterbrochen die exakte Uhrzeit zu Boden funken. Das gilt für Galileo genauso wie für das amerikanische GPS oder die Systeme aus Russland und China. Die Empfangsgeräte messen, wie lange die Funksignale der einzelnen Satelliten unterwegs waren, bestimmen daraus den Abstand zu den Satelliten und berechnen so die Position. Allerdings verändert sich die Erdatmosphäre ständig. Mal wird sie von kosmischen Partikelschauern etwas zusammengedrückt, mal ist sie elektrisch stark geladen. All dies verändert die Laufzeit der Navigationssignale und sorgt für Unschärfe. Daher verfügt das Galileo-Netz derzeit über 14 Basisstationen, die rund um die Erde verteilt sind. In Tahiti, auf den Azoren, in Spitzbergen etc. Deren Positionen sind exakt bekannt und werden laufend mit den Galileo-Daten abgeglichen. Daraus leitet man dann ab, wie die Atmosphäre die Datenqualität stört und berechnet eine aktuelle Korrektur. So liefern die modernen Empfänger Galileo-Positionen auf einige 10 Zentimeter genau.